Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Fashion Haul und zwar sind Klamotten dabei, aber ich habe auch Sachen von Amazon, die ich mir online bestellt habe natürlich. Alle Sachen, die ich euch zeige, habe ich im Sale gekauft und da ich befürchte, dass das Video ein bisschen länger wird als sonst, fangen wir am besten an. Hier liegen überall Klamotten an und ich fange an mit der Sache, die man hier sieht. Und zwar ist es so eine Weste, die habe ich mir im H&M gekauft. Die war reduziert, nämlich von 25 auf 10 Euro und die ist, weiß ich nicht, die ist so plüschig, die ist so weich und ich hatte die schon in einem letzten Video getragen, ich glaube in dem Beauty-Vorsatz-Video. Ich zeige euch das natürlich getragen und ich finde das total schick irgendwie. Ich mag irgendwie total dieses, dieses Kuschelige. Bleiben wir auch gleich bei H&M. Ich habe mir zum einen so ein ganz normales Basic-T-Shirt gekauft und zwar ist es ein graues, es ist so graumeliert. Und es gab es leider nicht in meiner Größe, so habe ich es eine Nummer größer gekauft, aber es sitzt sehr, sehr schön locker. Und das war von 15 auf 7 Euro reduziert. Und das letzte, was ich mir im Sale gekauft habe vom H&M, ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine Fake-Fur-Weste. Und zwar, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen out of my comfort zone, weil ich trage das normalerweise wirklich gar nicht. Und die war reduziert von 35 auf, also von 35 regulär war sie auf 15 Euro reduziert. Und ich habe sie leider nicht mehr in meiner Größe bekommen, sondern nur in der Größe 42. Aber ich weiß schon, wie ich das kombinieren werde. Und zwar mit einer Lederjacke und drüber dann diese Weste. Also erst so vielleicht so im Frühling hin, wenn es so ein bisschen wärmer wird und ja, das Wetter Lederjacken optimiert ist, würde ich jetzt sagen. Und wie gesagt, es ist so ein bisschen out of my comfort zone. Ich habe sowas noch nie getragen. Und ja, es wirkt sehr, sehr, sehr schön, sehr, wie soll ich sagen, sehr edel, muss ich gestehen. Also ja. Und dann kommen wir zu Pimki und da habe ich mir zwei Sachen gekauft. Einmal hier dieses Top und das ist so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist so ein Möchtegern-Crop-Top. Also es ist nicht ganz kurz, aber auch nicht lang. Es ist so ein Mittelding und es ist ziemlich weit geschnitten und also es fällt irgendwie so wie ein Babydoll-Kleid. Und ich fand die Farben sehr schön, weil es ist nämlich also dunkelgrün und schwarz und hat auch dieses schöne Muster. Und es sieht wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, der Stoff ist auch sehr angenehm. Und das war, glaube ich, nur mehr 5 Euro. Also es war, glaube ich, reduziert von 20 Euro auf 5 Euro. Und es war auch, glaube ich, die letzte Größe in S. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und dann habe ich noch was von Pimki. Und zwar habe ich mir so ein Jeanshemd gekauft. Aber nicht dieses typische, sondern ein bisschen anders natürlich. Und das sieht so aus. Es hat weiße Streifen. Ist sehr, sehr cool geschnitten, finde ich. So ein bisschen oben ist so ein bisschen enger und unten fällt so ein bisschen weiter. Und das habe ich in der Größe, also in meiner Größe gekauft. Und das war reduziert von 25, nein, ja, von 25 gleich auf 12 Euro. Und ich fand es, irgendwie weiß ich, die weißen Streifen haben das so ein bisschen ausgemacht, weil es sieht nicht so aus wie das 0815 Jeanshemd, sondern ein bisschen anders halt, ne? Jetzt machen wir weiter mit Mango. Da habe ich mir nur zwei Sachen gekauft. Und einmal habe ich mir eine Sonnenbrille gekauft. Die war reduziert von, Moment, von 20 auf 10 Euro. Und ich wollte schon so eine Sonnenbrille im Sommer haben. Aber ich fand irgendwie so 20 Euro für eine Sonnenbrille, weil das Problem bei mir ist, dass ich sie meistens verliere oder ich irgendwie draufsteige oder ich nicht mehr weiß, wo ich sie hin habe. Deswegen zahlt es für mich irgendwie nicht aus, eine teure Sonnenbrille zu kaufen. Aber ich meine, für 10 Euro habe ich gedacht, okay, kaufst du sie dir. Und ja, wie sie mir steht, ich weiß nicht. Also ich finde, ich stehe ein bisschen arrogant aus mit der Brille, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich finde sie cool vom Schnitt her. Ich mag dieses katzenförmige, diese katzenförmigen Gläser. Ich finde es auch cool, dass sie gleich mit so einer Tasche kommen, wo man die Brille reinstecken kann. Und, ups, sie man sich nicht extra kaufen muss. Das habe ich, glaube ich, kaputt gemacht. Nein, geht's? Ja. So. Als letztes vom Mango habe ich mir noch einen Pullover gekauft. Und zwar ist es eher so ein leichter Pullover. Ich würde sagen, so ein Sommer... Hallo? So ein Sommer-Frühlings-Pullover in Khaki-Grün. Und ich finde, Khaki steht mir jetzt echt gut. Jetzt ohne irgendwie eingebildet zu klingen. Ich finde, es steht mir gut aufgrund dessen, da ich hier grüne Augen habe. Und dadurch, dass es halt grün und grün, wird es halt, finde ich, besonders hervorgehoben. Und es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr... Wieso fokussiert das nicht? Jetzt.
Es ist halt, wie gesagt, in einem sehr, sehr leichten Stoff. Also man schwitzt hier auf keinen Fall, aber in dem ist es natürlich einem auch kalt. Und ich nehme mal an, im Herbst, also im Herbst, beziehungsweise im Herbst, beziehungsweise im Frühling kann ich es doch auch tragen. Und ich fand es cool, es ist sehr lang und es hat hier so Cutouts. Moment. Genau, hier hat es so Cutouts und es schmeichelt so ein bisschen der Figur, finde ich. Also man sieht die Beine, beziehungsweise so ein bisschen die Hüften auf der Seite. Ich fand das sehr, sehr cool. Und das war jetzt auch irgendwie reduziert von 20 auf 10 Euro. Dieser Shop ist C&A und in C&A habe ich mir, glaube ich, seit 3 bzw. 4, 5 Jahren wirklich nichts mehr gekauft, weil es einfach nicht mehr, finde ich, meinem Stil entspricht. Also ich finde, die haben da nicht so viele Sachen, die mir halt entsprechen, sagen wir mal so. Und ich habe mir einen Pullover gekauft und zwar einen ganz normalen, stinknormalen schwarzen Pullover. Und der ist auch in so eher so einem leichteren Stoff, also er ist so ein bisschen löchrig. Und ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Und das Einzige, was halt an dem irgendwie so untypisch ist, sagen wir es mal so, ist, dass hier noch so ein bisschen Chiffon hat. Also es ist praktisch hier unten noch ein bisschen eingenäht und dadurch wirkt es halt sehr, sehr, sehr süß. Und dem war cool, das ist halt, glaube ich, original war es irgendwie so 20 Euro und dann wurde er reduziert auf 9 Euro, da hätte ich ihn ja schon gekauft. Und aber als ich im C&A zu diesem Zeitpunkt war, war es dann noch 50% auf alle reduzierten Sachen. Das heißt, der Pullover hat nur 4,50 Euro gekostet. Das letzte Teil kommt auch von C&A und es ist kein Top und kein Oberteil, es ist eine Hose. Und ich wollte mir diese Hose schon, glaube ich, vor 2 Jahren oder auch letztes Jahr schon mal kaufen. Aber ich war irgendwie zu geizig, irgendwie 60 Euro auszugeben. Aufgrund dessen, dass es so ein Trend-Item ist. Also so ein Trendgegenstand, wo ich mir denke, okay, wenn ich mir jetzt das kaufe, ist es vielleicht nächste Saison nicht mehr aktuell. Also nicht mehr modern, sagen wir mal so. Eine Army-Hose. Und zwar, ja, hat es dieses Camouflage-Muster. Und ich muss sagen, sie steht wirklich gut. Also von der Sitzhaftigkeit und wie sagt man, vom Tragekomfort sitzt sie sehr gut. Und die hat, glaube ich, auch einen sehr hohen Anteil an Baumwolle oder irgendwas. Hat dann, weil es ist super stretchig. Also es ist auf keinen Fall so wie richtige Jeans, die total eng sind und ihr denkt, okay, es ist mir jetzt ein bisschen zu eng. Sondern sie schmiegt sich so wirklich sehr schön der Figur an. Und das war das einzige Produkt, bzw. das einzige Sache, die ich nicht im Sale gekauft habe. Die war regulär 19 Euro und für 19 Euro fand ich es total okay. So 50, 60 Euro wäre mir das echt zu viel, aber so für 19 Euro habe ich gedacht, okay, scheiß drauf. Kaufst du die Hosen, auch wenn du sie nie anziehst, ich bezweifle. Auch wenn du sie nie anziehst, hast du sie und so ein bisschen dein Seelenfrieden ist dadurch ein bisschen... Wie soll ich sagen? Dadurch gewahrt, finde ich. Also ja. Dann kommen wir zu Amazon. Da habe ich online bestellt. Und zwar habe ich mir endlich den Real Techniques Miracle Complexion Sponge gekauft. Der 3-in-1 Contour, Blend und Conceals. Und ich habe mir den endlich gekauft, weil ich also keine 18 oder 17 Euro für einen Beauty Blender ausgeben möchte. Ganz ehrlich, so gut wie der ist, habe ich echt keinen Bock für einen Schwamm so viel auszugeben. Da habe ich mir gedacht, da der auch sehr, sehr gute Reviews hat und auch sehr viele ihn verwenden, habe ich gedacht, okay, 6 Euro, das geht gerade noch für einen Schwamm. Und ich hatte schon vorweggenommen, der hat nur 6 Euro gekostet. Der war nämlich, kostet, glaube ich, regulär 12 Euro oder so. Auf Amazon war er nämlich auf 6 Euro reduziert. Und da habe ich mir den gekauft und ich habe ihn noch nicht getestet. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich werde es mit der Laura Mercier Seal Cream Foundation probieren. Ich habe zwar kein neues Glätteisen gebraucht, aber ich habe irgendwie auf Amazon entdeckt, dass die jetzt irgendwie die Glätteisen reduziert hatten. Also ich habe mir von Remington dieses Sleek and Curl Straightener that curls and straightens. Oh, das war jetzt ein gutes Englisch, oder? Hier steht auch hochwertiges Keramik, 10-mal höherer Keramikanteil für eine extra glatte Beschichtung, Schnelllaufheizung 5 Sekunden, Kabeldrehgelenk, hitzebeständig, keine Ahnung, Sicherheitsabschaltung automatisch. Und der war jetzt reduziert von 50 auf 20 Euro und dann gab es noch einen extra separaten 15% Gutschein, also einen 15% Rabattgutschein auf diesen. Und der Gutschein stand neben dem Preis von dem. Dann klickt man einfach drauf und das zieht dann automatisch 15% ab. Aber ihr müsst dann noch etwas dazu kaufen, also dass ihr praktisch auf diese 29 Euro kommt. Ich habe ihn nicht probiert, weil ich meine Haare auch nicht geglättet habe in letzter Zeit. Also die sind,
Das ist jetzt Natur pur, was ihr hier seht. Und ich fand das sehr cool. Das ist halt, er ist wirklich sehr leicht. Also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie so ein Kinderspielzeug in der Hand, weil er extremst leicht ist. Und die Platten sind auch sehr, sehr dünn und sehr, sehr, ja, also es fühlt sich sehr, sehr gut an, sagen wir es mal so. Und hier hat es auch so eine automatische Anzeige. Also ihr schaltet ihn hier an der Seite an. Und ja, hat auch ein Drehgelenk, was ich sehr, sehr cool finde, weil so, ja, ungefähr hat der jetzt statt 50 Euro nur mehr 18 Euro gekostet. Für 18 Euro ein Glätteisen von Remington ist Bombe. Letzte Produkt von Amazon, das ist ein Nagellack und ich habe mir den gekauft, weil der auch reduziert war auf 4,40 Euro, glaube ich. Und zwar ist er von Essie, so ein Nagellack, in der Farbe Color Bench. Ich schreibe euch das hin. Also ich verlinke euch die ganzen Produkte von Amazon unten, damit ihr, also falls ich sie finde, damit ihr einfach draufklicken könnt und sie kaufen könnt. Und ich fand die Farbe sehr, sehr, sehr cool. Es ist so ein Rot-Orange, wobei es ein bisschen mehr Orange-Anteil hat. Und ich weiß nicht, wie in der Kamera wirkt, aber in Live ist er wirklich so barmäßig. Also er hat wirklich dieses, weiß nicht, dieses in your eyes. Und ich finde jetzt für den Sommer, also ich werde ihn jetzt nicht tragen, aber jetzt für den Sommer oder im Frühling, wenn er kommt, kann ich mir ihn sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe auch das Gefühl, dass er eventuell auch die Hände ein bisschen dunkler macht. Ja, den habe ich zufällig entdeckt und ich habe gedacht, okay, 4,40 Euro für einen Essie-Nagellack, nimm ihn einfach und wurscht. Und so bin ich auch über meine 29 Euro gekommen und habe dann dadurch das Glätteisen günstiger bekommen, 15%. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen, wobei ich mir sicher bin, dass ich was vergessen habe, ich weiß es jetzt nicht. Dann wurde ich auch gefragt von Zuschauern, ob ich vielleicht mal so ein Facts About Me machen könnte. Also Fakten, wo ihr mich besser kennenlernt. Und auf das wäre ich persönlich nie gekommen, weil ich mir gedacht, okay, wer will mich schon kennenlernen, ne? Könnt mir sehr gerne eure Fragen unten in die Kommentare schreiben. Ich werde sie versuchen, so gut wie möglich zu beantworten in dem Video. Wenn sie zu intim sind oder zu, weiß ich nicht, einfach zu intim, dann werde ich sie natürlich nicht beantworten. Aber so, ich werde versuchen, natürlich alles zu beantworten. Danke euch natürlich wie immer fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare dann. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Es wird am Sonntag um 12 Uhr sein. Das heißt ein Sonntagsvideo, yay. Und ja, bis bald. Ciao.